Wähle ein neues Reiseziel in der Chronosphäre. Die Symbole unter den Ortsnamen zeigen an, wie viele Zeitportale in der jeweiligen Raumzeit existieren. Die Farbe der Symbole gibt an, ob das entsprechende Portal aktiv oder inaktiv ist. Rechts darunter wird die Anzahl der in der Raumzeit gefundenen und insgesamt dort vorhandenen Fragmente angezeigt. Fragmente erhält man bei besonderen Ereignissen oder für erfüllte Missionen. Indem man inaktive Portale öffnet, werden neue Raumzeiten zugänglich. Wenn du bei deinen Zeitreisen nicht mehr weiterkommst, lohnt es sich, nach ungeöffneten Zeitportalen zu suchen. Okay, jetzt fängt Backtracking an, richtig? Ich meine, wir könnten... versuchen, aber ich glaube, das wird noch nichts. Null von vier. Wir gehen mal dahin. Aber jetzt habe ich auch, also keine Ahnung, ob das überhaupt noch weitergeht. Moment. Also die Frage, ist das nicht, also Portal. Aber das ist, also dadurch, dass nur zwei eingezeichnet sind, muss das doch das andere Portal sein, oder? Aber ist das nicht da, wo wir herkamen? Nee, das, hä? Ich bin so verwirrt. Wir gucken jetzt einfach mal. Okay. So. Nehme ich den... Ach, Quatsch. Das ist das Gieserkraut gar nicht wert. So. Ja, komm. Nehmen wir die mit. Wir brauchen ja Kristalliumspunkte. Weil das Problem ist, wenn das nicht das richtige Portal ist, müssen wir in die anderen Welten reisen. Und die waren ein bisschen schwerer. Okay. Urdischen. Hier. Ist das... Okay, ja, ich meine, was bleibt mir anders übrig? Turm von Augusta, 300 JS, okay. In 13 AF, the Academy built the Augusta Tower as a central information processing facility with an enormous artificial intelligence at its core. But now, centuries in the future, the system has suddenly begun to run amok. Somehow, the network system was attacked from somewhere in the future. When the Academy tried to respond and shut down the system, it was too late. The AI had already taken control of much of the Academy. Different times cannot coexist. If this were to occur, history would be infused with contradictions. This would lead to a distortion causing the entire world to collapse. The subjects require further analysis. Hypothesis: their existence has initiated a distortion in history, and the entities are a living paradox. I'm not very good with all this fancy machinery. What's going on here exactly? The system that controls this facility has been hacked by someone from the outside. Wherever they are, they're trying to use the network in an attempt to override the system somehow. So basically, some bad guy snuck in and took over the tower? Well, there's an easy solution for that. We just need to find him and solve this whole problem. Case closed. The security system's been hacked too, so the security bots are just pieces of metal. And I don't think the person behind this is actually physically here. It's
seems like the culprit isn't even in this time at all. They're accessing the system from somewhere in the future. Lucky for us, we have the means to get there. Let's give them a piece of our minds. Come on. Was es gibt nur noch Tutorials. Ein Paradox hat die Räume und Durchgänge in dem Turm von Augusta in JS 300 in Unordnung gebracht und die Anlage dadurch in ein Labyrinth verwandelt. Das Paradox kann nur aufgelöst werden, indem die ursprüngliche Anordnung wiederhergestellt wird. Was? We should flip the switch. Oh, okay. Rotierende Räume. Der Turm von Augusta steht unter dem Einfluss diverser Paradoxe und ist zu einem Labyrinth mutiert. Um weiterzukommen, müssen Schalter an bestimmten Terminals betätigt werden, die die Ausrichtung der Räume ändern. Durch die Rotation der Räume werden weitere Wege zugänglich. Was? Also warte, ich klick nur mal. Okay, es ist unser Portal. Dann ist ja gut. Was? Das war echt verdammt laut war das. Also richtig verdammt laut war das. Okay. Odin Gunator. Ich habe gar nicht gesehen, dass es drei sind. Ich dachte, es wären zwei. Naja, gut. So, machen wir den fertig, bitte, da drüben. Bitte. Pliege. Sehr gut. Okay. Gritzündung. Klar, Gelee. Alles klar, Gelee. Kann ich darüber? Nein, okay. Deswegen habe ich eigentlich den Kampf gemacht. Aber gut. Dann halt nicht. Dann ist hier ein Switch. Naja, gut. Wie gesagt, Leveln ist wichtig. Das müssen wir alles machen. Machen wir Blitzschlag. Okay. Ich habe das Gefühl, Blitzschlag ist wirklich sinnvoller. Ich glaube, Brecher ist nur gut, wenn es wirklich so ganz schwache Gegner sind. Gerittzündung. Dann versuche ich mal, ob ich nicht schon vielleicht das nächste Ding bekomme. Ich weiß, sieht man das irgendwo? Nee, ne? Doch, ja, ATB. ATB-Balken erweitern. Ja, auf jeden Fall. Danke. Also, nee, ich wollte auf ihn. Dann müsste er ja jetzt auch dran. Okay, sehr gut. Dann kriegst du auch deinen ATB. Ja. Gut. Heiler leveln. Ja, wäre nicht schlecht, ne?
Ja, machen wir. Okay. Auf jeden Fall Heiler plus plus. Oh nein, jetzt kostet alles noch viel mehr. Toll. Welches Level? 23 versus 12. Das ist aber blöd. Was der alles kann. Aber ich würde ihn erst nehmen, weil der hat Feuerer demnächst. Ja? Oh. Ja. Verheerer plus. Ich glaube, der ist teurer, weil er Stufe 2 von Haus aus war. Kann es sein? Boah, der hat so viel Magieangriff. Ist der Wahnsinn. Ja. Ja, lasst uns das mal so lassen. Und dann drücke ich diesen Schalter. Bitte bleib überschaubar. Bitte verwirr mich nicht zu sehr. Es hat sich nur die Tür geöffnet, richtig? Okay, ich glaube. Wie zwei. Ich glaube, ich muss den ersten wieder drücken. Kann das sein? Würde zumindest, glaube ich, Sinn machen. Boah, Feuer. Let's go. Okay. Boah, ich glaube, ATB ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, das hätte ich vorher machen sollen. Pudingunato, was ist das denn für einer? Pudingunator. Ein Brecher. Naja, gut. Ja, ist wahrscheinlich sehr gut, aber nein. Mein Chocobo tausche ich nicht aus. Das ist der einzige, da bin ich, also bei dem ich sehr streng bin. Okay, wir müssen. Wir müssen. Wo ist denn der Schalter? Ach, da. Ach, ich kann den gar nicht nochmal drücken. Hä, wie komme ich dann da drüben hin? Hä? Kam ich da hinten weiter? Ich finde es alles sehr verwirrend. Es tut mir sehr leid. Ich habe mit solchen fabrikartigen Leveln immer schon Probleme. Keine Ahnung. Okay. Habe ich hier schon wieder eine Fliege. Bitte nicht zu sehr belästigen, ja? Okay, also. Hier kommen. Ach so, das ist ein Weg. Ich dachte, das wäre ein Abgrund. Es tut mir leid. Okay. Ja, dann kommt jetzt. Man. Ich meine, seit den 4 ATB geht es ja relativ schnell, aber. Na, einmal bitte Feuer. Dann halt nicht Feuer. Was ist diese Gritzündung? Ist das auch eine Monsterkomponente? Wahrscheinlich, oder? I know, but it has to be. Maybe this is a paradox of some sort.
Was passiert jetzt? Ah, okay. Ja, das ist ja eigentlich relativ easy. Okay. Ja, okay, ich habe verstanden. Den kann ich jetzt mehrmals drehen. Gut, der Backseat Gamer sagt sowieso, wenn was richtig ist. Hä? Die runde Plattform in der Mitte des Raumes ist ein Aufzug. Fahre mit dem Aufzug auf die nächste Ebene. Ich dachte, jetzt kommt eine Cutscene. Hat mich schon gefreut. da ist das Bali. Das Bali-Line. Okay. 800 Gil. Ja, einmal alle runterhauen, bitte. Und noch der letzte. Ich glaube aber schon, dass wir stärker geworden sind. Ich glaube, die anderen Zeitebenen, Kapitelwelten müssten trotzdem gehen. Also, ich glaube, das wird. So. Und jetzt hier rein und dort. Hey! Klar muss das jetzt am Ende noch sein, ne? Lumpsiron. Okay. Der wird auch kein Heiler sein, glaube ich. Aber New York. Hier. Okay, und weiter geht's, würde ich sagen. Oh, Chocolina. Okay, das ist unser Endziel. Natürlich. Aber wir müssen natürlich auch versuchen, die Ballis mitzunehmen. Okay. Ey, Leute, wirklich. Dass sie auch immer von hinten dann auftauchen. Ich frage mich immer, warum die nicht oft, also so oft Folger machen. Weil Folger ist ja schon sehr stark und auch sehr weitläufig. Fertig. Ich verschmelze übrigens die Monster nicht mehr, weil ich sie dann einfach dann wieder aufsammle. Und ich das ja eigentlich nur für die Ordnung mache. Weil bringt ja keinen Bonus. Mhm. Dann zeig mal, was hast du denn für eine Rarität? Gieserkraut, finde ich gut. Da würde ich vielleicht auch gleich mal 8 nehmen. Monsterkomponenten, die brauchen wir eigentlich nicht so richtig. Ich würde mal Vitalgewinde kaufen, weil wir davon gar keins haben. Accessoires. Mm-hmm.
Ich glaube, es ist wirklich einfach nur, dass er so teuer ist, weil man dadurch mehr nehmen kann. Aber gut. Hier. Die haben wir. Ah, ATB-Geschwindigkeit ist halt auch... Boah, aber 12? Nee. Nee, me scusa, aber nee. Was sind denn Fäustel? Ich nehme mal, dass wir von allem was haben. Gut, tschüss. You'll come and see me again, won't you, Choco? Choco? Okay. Dann hier. Okay, da ist ein Balli drin. Aber ich glaube, müssen wir noch weiter drehen, weil der Weg dürfte eigentlich nirgendwo reinführen. Wieso hat der immer den Last Hit, der Chocobo? Klauerer. Okay, Vitalgewinde. Habe ich das gerade gekauft, zufällig? Naja. So, jetzt müsste es gehen, genau. Dann. Ich finde gut, dass der zählen kann. Ich würde sagen, noch einmal. Hier war noch ein Balli, richtig? Okay, aber bringt ja nichts. Doch, bringt es. Boah, ist der fies zu sehen. Das ist ja richtig mies, aber gut. Hat ja trotzdem geklappt, nicht wahr? Okay. Geschockt. Sehr gut. So, jetzt bitte nochmal, ja? Danke. Lebenssplitter. Aber es gibt auch noch einen Ball. Wie wäre man denn an den gekommen? Hätte ich den irgendwie so drehen? Egal. Es sind nur irgendwelche Splitter drin, die wir eh nicht brauchen. Untersuche den verdächtigen Raum. Ja, klar. Aber warte, kommen wir da rein? Warte, ist das nicht das gleiche von gerade eben? Okay.
Das ist jetzt blöd, ne? Das ist jetzt wirklich blöd. Bitte einmal nochmal umdrehen. Ich frage mich, was ich mit dem anderen hätte machen können, aber gut. Hier drehe ich jetzt dich, ja? Okay, ich dachte schon, der lässt sich nicht drehen. Weil der von selbst schon gedreht wurde. Was ist das? Bitte Passwort eingeben. B. Warning. This is an emergency alert. This is a data. Ach so, oh mein Gott, der hat ja gezählt. Das letzte war 7. Das letzte war 7. Ich glaube, er hat mit 1, 2 angefangen und deswegen habe ich es ignoriert. Weil ich dachte, er zählt einfach nur. Hupala. Ich wollte tatsächlich sagen, am Ende sagt er uns einen Code, aber dann dachte ich so, nee. Nee. Schon ein bisschen fies. Okay. Also. Am Ende war 7. Das heißt, es ist entweder Y oder A. Aber ich glaube schon, dass Y ist. Warning. This is an emergency alert. Am Ende ist einfach X. This is a data net security alert. Ach, es kommen keine Gegner mehr, na dann. Ah. Aller guten Dinge sind 4. Gekonnt. Passwort akzeptiert. Das ist auch eine Art von Können, okay? Work here is done. No more intrusions from the future, right? Looks like we're safe. The network's back up and running. We never got to find out who was behind this whole thing, did we? Yeah, I don't know who it could be. Who would go through all the trouble to take control of a tower from the future without a demand of some sort? It really makes you wonder what they were after, huh? Due to actions taken by the subjects, a possible future has been deleted from the timeline. The subjects pose a serious threat. For the security of future operations, precautionary countermeasures are being initiated. Subjects will be eliminated. Zugangskarte E50, was? Warum Inventar erweitert? Meinen die um ein Item erweitert? So, wo müssen wir denn da hin? Ist das hier lang? Hier lang kommen wir nicht. Nee, du, hier lang kommen wir ja nicht. Können wir uns irgendwie anders drehen? Oh. Was ist das denn? Okay, lass mal Blitzschlag nehmen. Ich glaube, das ist sinnvoller. Gut oder auch nicht. Bevor der geschockt ist, wird er tot.
Brauchen wir die hier irgendwo? E13 mit der Zugangskarte E13 in Vergangenheit geortet. Oh mein Gott, wir müssen jetzt wirklich... Wow. Das heißt... Wow, okay. Danke für kompliziert. Also, kann ich vielleicht den einmal umdrehen? Das wäre sehr lieb. Guanzani-Pudding wäre gut, weil es bestimmt andere Komponenten braucht, oder? Gib mir einen Sahne-Pudding. Alter, Leute. Also wehe, ich krieg jetzt keinen Sahni-Pudding und er heilt mich nicht genauso gut. Verdammt. Man, den hätte ich echt jetzt gewollt. Den hätte ich jetzt wirklich gewollt. Zurück bitte. Aber wie meinen die jetzt Vergangenheit? Also wirklich komplett Vergangenheit oder innerhalb von hier irgendwo, dass die, zum Beispiel eine Ebene eine andere Zeitlinie wäre? Die meinen wahrscheinlich wirklich, wirklich Vergangenheit, richtig? Uiuiui. Ich verliere wirklich langsam den Überblick. Also langsam wird es echt grenzwertig. Es ist viel zu warm. Oh, das ist ein Sahni-Pudding. Dann machen wir den erstmal. Sehr gut. Ist das jetzt, zählt das jetzt als Vergangenheit? Ich glaube, wir müssen echt komplett zurück, kann es sein? Naja. Wo geht lang? Da geht lang. Okay. In welches Haus muss ich da rüben, ne? Das heißt, einmal hier lang. Oh, ich hätte halt gern... Ne, ihr seid keine Sahni-Puddings. Euch brauche ich nicht. Hier entlang. Aber
wie komme ich dann da in die Vergangenheit? Auch keine Sunny-Puddings. Puddingse. Und dann gehe ich jetzt hier raus.